Jetzt. Komm, pam. Pam. Gib ihm, gib ihm. So ist es tot. Und wir heilen uns. Beziehungsweise versuchen wir es, aber es funktioniert nicht. Versuchen wir es nochmal, wir haben keine Magiepunkte mehr. Ach, ist das Leben schön. Weiter den Gang entlang und ich bin ganz woanders lang gerannt jetzt. Nest der Königin. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Es kommt gleich garantiert wieder dieser Irre auf uns zugerannt. Holt uns an. Ey, was machst du hier? Und mir sind schon wieder die Pfeile ausgegangen. Ich hätte aber noch Chitin-Pfeile, oder? Da. Diesmal 200 Stück, die gehen nicht so schnell. Noch ein Zigawashi. Zigawashi habe ich gesehen. So. Ja, was geht mit dir? Wie heißt du? Wie heißt du denn? Ah, ups, du hast gerade die Konsole geöffnet. Ich will nur wissen, wie der Typ heißt. Ja. Valas, Dainila Valas. J drücken. Dainila Valas, das sind genau die. Das heißt, wir hätten beim ersten Mal gar nicht vor denen wegrennen müssen. Jetzt krieg ich gerade voll auf die Mütze. Das ist ja gut, dass mir das auch mal wer sagt hier. Bin ich gut. Bin ich echt gut. Zieh die Waffe. Mach ihn tot. Mach ihn zu Marius. Kleinen Pilz. Jetzt werdet ihr sterben. Jetzt werden wir sterben. Wir haben es gehört. So. Wir nehmen jetzt aber dieses verzauberte letzte Schwert hier. So. Kampf ohne Rüstung. Es blitzt, es blitzt, es blitzt. Und es blitzt wieder. Und es blitzt immer noch. Das Schwert ist aber noch Ruhe und deswegen bin ich froh, dass wir den Typen gefunden haben. Der da vom Himmel gefallen ist. Wir Envar! So, wieder tot. Gegenstand hat nicht mehr Ladung hier. Womit das Schwert dann jetzt gar nicht mehr so cool ist. Muss ich jetzt erstmal regenerieren, das Schwert. So, Spitzhacke des Minenarbeiters, Blablabla, Clothing, alles wegräumen. Wo ist denn der nicht so starke, der billige Genesungstrank? Den pfeifen wir uns jetzt hier mal rein. Und dann ziehen wir uns hier noch den Pfeil. Die Bogen wieder nutzen. Und da kommen wieder Quamma-Kundschafter. Und wenn ihr das nicht erkennen könnt, dann spielt bitte auch, spielt das bitte in HD Full Resolution und, ja genau, das war's, was ich sagen wollte. HD und Full Resolution. Ab. Und Menschen treffe ich wenigstens. Das sind keine nervigen, durch die Gegend hüpfenden Mistkerle. Die Mistkerle sind schon und sie nerven. Aber sie hüpfen nicht, das ist gut. Ach, Mensch. Ach Mensch, hier sind ganz so viele Viecher. Wir enden, wir haben es gehört, wieder mal. Wird hier immer weiter in die Höhle gedrängt, ich will an die vorbei. Wir kriegen gerade mächtig auf die Mütze. Deswegen pfeifen wir uns hier dann halt. Nein. Und ich glaube, wir nehmen jetzt einfach das Schwert. Das war Kizakashi. Wenn ihr jetzt gerade nichts erkennen könnt, macht mir nichts. Ihr seid geschlagen. Ich bin nicht geschlagen. Ich sage nicht gerade hier. Komm, dusch, dusch, dusch. Die Glocke. Du kannst dich doch nicht mit einer Spitzhacke auf uns verlegen. Ja, mit Schwerten, mit Schwerten. Ah. Ja.
Heiltrank nehmen, den letzten. Oh, und mich während des Kampfes ausziehen, lass dich nicht vor. Heiltrank ist an. Oh. Da. Ich steh doch direkt vor mir, jetzt treff ihn doch. Treff ihn. Und er ist tot. Das ist die ganzen anderen Viecher hier mal. Töten. Töten. Töten, hab ich gesagt. Töten. Wenn ich noch treffen würde. Wenn ich treffe. Ah, jetzt treffe ich. Ah, wenn ich direkt auf ihn aufstehe, so ungefähr. Ich kann mal Arbeiter greifen, ich kann hier an. Dann kill ich die dann die ganze Zeit. So. Wo liegt jetzt dieser komische. Da liegt er. Und der hat Quama ja dabei hier wieder. Schlimm. So, die nehmen wir jetzt alle mit. Konfisziert. Das ist die Quama-Königin. Und wie mir scheint, ist die non-agro. Und das ist ihr Po. Ah, und ich kann jetzt mal wieder die Laterne rausholen. Laterne, Laterne, Sonne, Sterne. Um uns das wieder mal genauer anzugucken. Ich will das jetzt irgendwie nicht angreifen, weil das ist doch voll doof, weil das liegt doch hier in die Eier und das waren die doch. Ab hier, das wäre ja unschön. Wenn ich denen dann hier die Eierquelle wegnehme. Hier ist noch ein Quammerarbeiter, der friedlich scheint. Ja. Da ist ein nicht friedliches. Oh, und ich kann die Laterne bewegen, das kämpft jetzt immer. Vielleicht nur noch nicht. Oder auch nicht, jetzt stirb einfach vor dich. Mistiges Mistvieh, mistiges, 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 mistiges Mistvieh. Es ist tot. Was ich das gehört. Und da geht es weiter. Das wusste ich noch nicht. Schürflager, hier ist im Kreis gelaufen. So, hier ist es nur so eine Ausbuchtung. Dann gehen wir jetzt zurück. Wir haben sie ja getötet und mit unserem Auftrag erledigt. Wo ist denn jetzt meine Laterne? Sorry, während eines Let's Plays ist man als Let's Player meistens übelst blind. Aber ich glaube, ich habe die Laterne gar nicht mehr. Die ist wahrscheinlich ausgelaufen. Das heißt, ich hätte sie noch beim Kampf haben können. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. So, wir hopsen hier so ein bisschen durch die Gegend. Die Quammerarbeiter ignoriere ich jetzt einfach, weil die sind ja wirklich friedlich, das wusste ich gar nicht. So eine schöne Fackel. Weil die Luft hier muss ja schneidend sein. Ich bin mit den ganzen Fackeln hier 24 Stunden am Tag brennen. Worum geht es? Damit hier wohl kaum noch richtig viel Frischluft rum liege. Nun, was wollt ihr? Minenarbeiter Kari und Minenarbeiter Goa. Was ich wünsche? Ich habe jetzt demnächst nicht Geburtstag und ich habe auch demnächst ist auch nicht Weihnachten. Also brauche ich mir jetzt keine Wünsche zu überlegen, ne? Aber so ein richtig schönes High-End-Game wäre auch mal wieder was, oder? Apropos High-End-Game. Der Sarazal-P, der zockt ja jetzt, während ich das hier aufnehme, Crysis an, ne? Also das ist natürlich auch mal wieder immer eine Augenweide, dieses Spiel. Selbst nie richtig gespielt, aber die... Also die Grafik ist geil von dem Spiel. Also ich freue mich auch übelst auf Crysis 2, werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Das ist hier nochmal so. Wenn ich jetzt den Zauber über Wasser laufen hätte, dann könnte ich da jetzt so übers Wasser laufen. Es gibt auch in dem Spiel, nicht mehr in Oblivion, aber in dem Spiel gibt es noch den Zauber unter Wasser laufen. Den gibt's auch. So, und wir haben jetzt hier wieder
Schön wolkige Kulisse. Ja, und was sage ich? Wolkig, und es fängt schon wieder an zu regnen und zu blitzen. Sobald wir Balmora betreten, es ist verflucht einfach. Es ist einfach verflucht. Da werden wir zum Glückspilz. Wir gehen jetzt kurz da rein, mieten unser Zimmer wieder. Wo ist es? Hier. Was für ein einnehmendes Wesen. Ja, weiß ich, danke. Ist mein Zimmer vielleicht noch gebucht hier? Ja, danke. Oh, und sogar noch mit. So wie ich es verlassen habe, ist das schön. Bis geheilt, bitte. So, wir sind geheilt und wir sollten vielleicht mehr wieder ein bisschen was reparieren. Zack. Ah, ich will keine Schmiedeheime mehr. Aber wir haben ein bisschen was repariert. Und darum geht's uns doch. So, jetzt gehen wir noch schön wieder in die Kriegergilde und unseren Auftrag abgeben und dann hat sich das auch erstmal erledigt. Und dann mache ich auch einmal wieder einen kleinen Schnitt für heute. Stunde habe ich jetzt im Stunde habe ich jetzt aufgenommen. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Für euch geht's weiter wie immer. Wahrscheinlich. Wie es mit dem Stein passt, mal sehen. So, wie steht es mit diesem eierntiefen Aspirant? Bringt mich nicht dazu, es jemand anderem zu übertragen? Eierdiebe. Ihr habt beide? Gut. Hier ist eure Belohnung. 100 Draken. Und wir haben noch ein paar Tränke übrig von einem Überfall, den wir vor einiger Zeit durchgeführt haben. Nehmt sie bitte an. Sie werden euch von Nutzen sein. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, neue Befehle entgegenzunehmen. Oh, schön Heiltränke hier. Wie viele? Wir haben einen Auftrag von der Caldera Bergwerksgesellschaft. Wir sollen 4 Telvanni-Agenten töten, die für Unruhen in der Caldera-Mine verantwortlich sind. Telvanni-Agenten. 4 Telvanni-Agenten sind für Diebstähle und Morde in den Caldera-Ebenerzminen verantwortlich. Es sind Alinu und Ara... das ist ein verdammter Name. Alinu Aralen, Satasha Nerotrin, Fortuna Herotran und Alvelek. Sie verbergen sich in einer Höhle in den Hügeln südlich der Minen. Meldet euch zurück, wenn sie tot sind. Seid vorsichtig, vermutlich hält einer von ihnen draußen Wache. Ihr kommt wohl am schnellsten nach Caldera, wenn ihr euch mit einem... wenn ihr euch von einem der Gildenführer der Magiergilde transportieren lasst. Aber das ist eure Entscheidung. So, unser Tagebuch wurde aktualisiert, nachdem wir es hier gemacht haben. Beförderung. Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde. Ihr seid nun Schüler. Okay, nochmal Beförderung. Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde. Neo, ihr seid jetzt Geselle. Beförderung. Eure Talente sind bemerkenswert, aber einige zweifeln an eurer Tiefe, eurer Hingabe. Und an der Tiefe eurer Hingabe. Bla. Egal. Übernehmt mehr Aufgaben für die Kriegergilde und ihr werdet schon bald euren Platz verdienen. Okay, Ausbildung. Welchen Rang seid ihr? Geselle? Dann sind meine Dienste für euch nicht verfügbar. Noch nicht. Ich rede gerade viel zu schnell. Ich habe ein offenes Ohr für euch. Sprecht nur. Ne, ich will nicht hoffen, dass es geschlossen ist, das Ohr. In Ordnung, ich höre. Du hörst also. Gut, hier ist immer noch das gleiche.